Gestern Abend gab es ein neues Update für MW3. Das war so ein Update erfordert Neustart-Update, ein Playlisten-Update. Wir mussten nichts runterladen. Aber mit dabei waren tatsächlich Waffenänderungen für die Holger, die DG58, die FR556, die Striker 9 und die AMR9. Dann gab es eine kleine Anpassung am Menü. Da gab es ja schon vor einiger Zeit eine Änderung, die dafür gesorgt hat, dass man immer Spiele gewinnen konnte für die Waffenkammer. Also ein gewonnenes Spiel sorgt jetzt dafür, dass man einen Token bekommt, egal ob man alle Tagesherausforderungen abgeschlossen hat oder nicht. Und das ist jetzt schon einige Zeit so. Jetzt kann man es aber auch im Menü sehen. Die Bonus-Challenge, also das Spielegewinnen, ist immer aktiv. Das bedeutet, wenn man in einer Runde gewinnt und eine Tagesherausforderung macht, bekommt man direkt 2 Tokens und die ganze Waffenkammer sollte sich jetzt ein bisschen einfacher abarbeiten lassen. Dann kommen wir zu den Waffen und starten hier erstmal mit der Holger. Hier wurde der Multiplikator entfernt für Treffer im Körperbereich. Also wenn man da trifft, bekommt man jetzt nicht mehr Schaden. Der Headshot-Schaden wurde auch ein bisschen reduziert von 1.4 auf 1.3, also der Multiplikator. Und bei der Holger sorgt das dafür, also gerade diese Torso-Änderung, dass man auf Entfernung in vielen Situationen jetzt eine Kugel mehr braucht. Und die Waffe ist ein bisschen langsamer bereit nach dem Sprinten und nach dem Taktiksprinten 10%. Also die Holger ist leicht schlechter geworden, wird man wahrscheinlich nicht zu stark bemerken, das wird immer noch eine gute Waffe sein, aber sie ist ein bisschen schlechter und vielleicht dadurch nicht mehr die allerbeste Waffe im Spiel, weil die Holger war ja auf jeden Fall ein komplettes Biest. Die DG58, die wurde auch verschlechtert, die Waffe, die macht jetzt weniger Schaden in Nahkämpfen und auf mittlerer Distanz. Man macht weniger Schaden bei Nackentreffern und bei Headshot-Treffern und das sorgt bei der DG58 dafür, dass man, wenn man jemanden killen will mit nur einem Burst, das sind ja immer 3 Schuss-Bursts, jetzt 2 Headshots treffen muss. Und bei der DG58 wurde außerdem noch der Burst-Delay ein bisschen verlängert, also die Waffe, die burstet jetzt langsamer, 20% langsamer. Das wird man wahrscheinlich nicht so krass bemerken, aber dass man weniger One-Bursts macht mit der DG, das wird man auf jeden Fall bemerken, da bin ich mir sicher. Auch die FR556 wurde verschlechtert, auch bei der Burst-Waffe muss man jetzt 2 Headshots treffen in einem Burst, um den Gegner direkt zu töten, ansonsten braucht man noch einen zweiten Burst. Und das wurde durchgeführt, indem der Schaden reduziert wurde, auf allen Distanzen. Man macht außerdem bei der Waffe weniger Schaden bei Headshots und weniger Schaden bei Fuß- und Beintreffern. Und die Waffe ist langsamer bereit nach dem Sprinten, 8%, und das Anvisieren dauert auch länger, 10%. Also eine Waffe, die eigentlich gar nicht so krass dominiert hat in MW3, wurde auch ganz schön verschlechtert jetzt hier an der Stelle. Schauen wir mal, wer die jetzt noch spielt. Ich glaube, so richtig Sinn macht es wahrscheinlich nicht. Dann kommen wir zu den MPs, die geändert worden sind und den Anfang, den macht da die Striker. Die wurde ein gutes Stück verbessert. Der Nahkampfschadenbereich, also der Bereich, wo man den meisten Schaden macht, der wurde verlängert von 9 Meter auf 19 Meter, also um ganze 114%. Das ist einiges. Und der Schaden, der wurde allgemein noch ein bisschen angeschraubt, ein bisschen erhöht. Im Nahkampf bis zur mittleren Distanz um 9% und auf mittlerer Distanz bis zum Fernkampf um 22%. Also die Striker, die sollte man auf jeden Fall mal testen nach dem Update. Die AMR9, die wurde auch verbessert. Stark verbessert wurde erstmal die Sprint-Out-Time, also wie schnell die Waffe bereit ist nach dem Sprinten und nach dem Taktik-Sprinten. Und hier ist es so, dass das jetzt alles um 30% schneller funktioniert. Und dann wurden Multiplikatoren ein bisschen angepasst bei der Waffe, einfach damit sie sich gleichmäßiger anfühlt. Und dann kommen wir zur letzten Waffe, die geändert wurde, die Striker 9. Und die wurde ein gutes Stück verschlechtert, was ich nicht verstehe. Das war eine solide MP, das auf jeden Fall, aber das Ding war nicht so stark. Und jetzt ist er einfach schwächer geworden. Es ist nämlich so, dass der Nahkampfschaden reduziert wurde und im Nahkampf braucht man in den meisten Situationen jetzt einfach eine Kugel mehr. Nicht mehr 5, sondern 6 Kugeln. Dafür visiert man ein bisschen schneller an, 18%. Aber das ist kein guter Ausgleich, finde ich. Und die Striker 9 ist jetzt keine Waffe mehr, die man unbedingt spielen sollte, denke ich mir. Eine komische Änderung. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu den Änderungen sagt, würde mich interessieren. Und mich interessiert, ob die Holger 556 noch was kann und wie gut die Striker geworden ist. Testen wir es aus. Mate, ich glaube, du musst mir kurz helfen. Also killen tut sie. Komm, lass mich hier rüber. Oh mein Gott, ich habe die Treppe ja so laut gehört. Die schmeckt? Die macht mir auf jeden Fall gerade Spaß, die Waffe. Also ich bilde mir ein, dass sie bessere Kills macht. Aber vielleicht bilde ich es mir wirklich nur ein.
hier geblieben. Nein, nein, snipe ich nicht, danke. Okay. Ich glaube, ich mag die Waffe jetzt. Oh, über mir ist einer. Ey, ich kletter einfach hoch. Scheiß drauf. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Oh, das ist schwer, jetzt da hochzukommen. Nehmen wir mit. Also, ich würde an der Stelle auch eine Empfehlung für dieses Ding aussprechen. Also, mir macht die gerade Spaß. Wo ist der andere Gegner? Okay, jetzt ist das Ding leer endlich. Nehme ich mit. Die spawnen da alle noch. Aber die stellen sich auch schon auf für die nächste Stellung. Okay, wenigstens hier rein. Weg mit euch. So nämlich. Nice. Schön, schön, schön. Ich glaube, der klettert hier hoch. Mit dem Messer. Kleiner Schlawiner. Und da hinten im Eck ist irgendwo einer. Komm, den hole ich mir. Habe ich doch gesagt. Ich will halt eigentlich meine Streak weiter aufbauen, bin ich ehrlich. Ich hoffe, meine Mates kümmern sich um die Stellung. Oh, wir haben ihn bekommen. Hä? Mir wurde doch da gerade noch irgendwo einer angezeigt. Wo ist der denn jetzt hin? Kurz innehalten. Nice, da ist der Orbi. Ich weiß nicht, ob wir das Ding gewinnen können trotzdem. Wahrscheinlich eher nicht. Nice, fühlt sich gut an. Nein, keine Muni mehr. Das ist natürlich gar nicht gut. Boah, knappe Kiste. Mate, Mate, Mate. Der mit seinen Messern. Er macht mich fertig. Nein. Mates, rein da. Komm, wir können das schaffen. Ist das eine knappe Runde am Ende noch. Boah, die Striker, die knallt jetzt rein, finde ich. Also das Ding macht richtig viel Spaß jetzt. Bam, da ist der Win. Schallert immer noch gut rein. Was soll ich sagen? Und Headshots schmecken natürlich nach wie vor. Das ist aber, denke ich, klar. Warte mal, von wo, von wo, von wo? Da kommt einer. Und wurde mein Mate jetzt einfach von unten gelasert, oder? Wahrscheinlich. Ich sag, wie es ist, so ein Dröhnchen wäre schon ganz nett langsam. Ich würde natürlich schon ganz gerne wissen, wo die Gegner sind. Ach, da hockt der. Oh mein Gott, ich habe den ewig nicht gesehen. Und? Schade. Das schmeckt natürlich. Okay, ich bin beruhigt. Das Ding ist immer noch ein Biest und das freut mich. Ich mag die Holger schon irgendwie ganz schön gerne, muss ich sagen. Hier geblieben. Hier geblieben. Also der Spawn hier unten ist irgendwie seltsam. Man rennt irgendwie nach oben gefühlt. Und ich finde, das ist immer komisch. Ah, Konter, Konter, Konter. Ich sehe sie nicht. Ich würde gerne was machen. Ah, sie ist schon weg. Okay, hab nichts gesagt. Meine Teammates waren fleißig, wie es aussieht. Oh, der Headshot hat gekracht. Mate, du weißt, dass da welche sind, oder? Ja.
Ist er down oder ist er nicht down? Er hockt ja immer... okay. Wie lange war der da jetzt noch am Start? Nein. Mate, ich brauch dich. Ich lebe noch. Lass mich immer weg. Lass mich immer wegspielen. Meine Munition wird Vielen Dank. Ist der an der anderen Seite? Stim. Da ist er doch. Keine Muni. Nein, keine Muni. Und mein Teammate war doch da direkt daneben. Warum hilft er dann nicht mit? Du kannst dich auf deine Mates nicht mehr verlassen. Über mir. Hab dich. Fazit, die Striker ist ein absolutes Biest. Also ich bilde mir ein, dass man den Unterschied auf jeden Fall spürt. Und die Holger, die ist immer noch gut. Und in manchen Situationen bilde ich mir ein, dass ich es vielleicht merke, aber da bin ich mir unsicher. Das kann auch wirklich nur Einbildung sein. Ich bin gespannt, was ihr zu den Waffenänderungen sagt. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.